Guten Abend, meine Lieben. Mich hat heute die Botschaft erreicht, für euch eine Legung durchzuführen. Und zwar haben wir heute um 6.39 Uhr gehen wir von dem zunehmenden Mond in den Vollmond, in den spektakulären Schneemond und möchte euch hiermit wissen lassen, was euch erreichen soll, beziehungsweise dich, was für eine Botschaft an dich gelangen soll. Ja, die Karten sind gemischt. Ich arbeite wieder mit den Lenormand-Karten von Jérôme Aketti und werde jetzt beginnen. Sobald ich ausgelegt habe, gehe ich dann in die Deutung über. Die wollte vorhin schon raus. So, wir haben hier die Unklarheiten, die Wolken, und ich möchte ganz gerne da noch eine Botschaft drauflegen. Ja? Okay, da sind die Lupen noch gefallen, ja. Und das Buch. Die Botschaft, was der Schneemond euch bringt, ist einmal, eine Sache ist noch im Unklaren, es ist noch bewölkt, ja. Es braucht noch etwas Zeit, das sagen die Mäuse. Die Mäuse knabbern noch an etwas. Es braucht noch etwas Zeit. Es geht um die Damen. Ich werde auch gleich noch ein Video im Anschluss legen für die Herren. Also hier, du als Dame bist hier angesprochen, als Frau, ja? Und zwar liegt etwas noch im Unklaren, die Mäuse knabbern daran. Woran? An der Botschaft.
Interesse nicht an der Botschaft. Ihr werdet einen Brief erhalten. Ja, eine SMS, eine Mail, einen Anruf. Ihr werdet auf jeden Fall was in Kürze. Es wird ganz schnell eintreffen. Es wird zu einem Treffen kommen in der Öffentlichkeit. Ja, der Park. Diese Karte ist für mich, so wie ich es jetzt sehe, aber ich werde hier gleich nochmal eine Karte drauflegen. Ich werde darum bitten, dass wir hier noch eine Antwort bekommen. Ja. Der Stern ist gefallen, es ist von oben geführt, es wird von oben angegriffen. Deswegen, so wie im letzten Video auch, deute ich diese Karte nicht als Krankheit, so in dem Kartenbild hier, sondern als Auferstehung, Wiederauferstehung. Jemand aus der Vergangenheit wird auf euch, auf dich zurückkommen. Ja? Es ist von oben geführt. Das bist du hier. Mit der Nachricht wird es zu einem Treffen kommen in der Öffentlichkeit. Hier wird man die Maske fallen lassen. Und du kommst in deine Klarheit. In deine absolute Klarheit. Hier wird etwas offenbart, offengelegt. Ja? Eine Sache ist hier noch im Unklaren. Es ist noch nicht bewusst, es ist noch nicht ganz klar. Es kommt aber von der Dunkelheit, von den dunklen Wolken, geht es in die absolute Klarheit. Ja, die Wolken lösen sich auf. Da die Mäuse noch an etwas knabbern. Hier geht es um ein Geheimnis. Hier wird noch etwas, bevor es euch erreicht, unter die Lupe genommen. Ja. Es geht um ganz großes Glück, wird euch widerfahren in dieser Situation, in dieser Sache. Es wird euch eine Botschaft, eine E-Mail, ein Telefonat, eine SMS erreichen. Ja, es geht hier speziell nur um dich als Frau, als Dame, ja, nicht für die Herren. Es wird beschleunigt, aber dann, sobald das geklärt ist, sobald das unter die Lupe genommen wurde, wird es beschleunigt in ein Treffen gehen, in der Öffentlichkeit. Bei dieser Legung hier ist es für mich die Auferstehung. Hier wird etwas aus der Vergangenheit auf dich zurückkommen. Ja, ganz klar die Auferstehung. Denn es ist von oben geführt, diese Karte, ich habe noch um eine Karte gebeten, wie ihr eben gesehen habt, auf die Krankheit, normalerweise der Tod, die Krankheit. Hier ist es für mich ganz klar die Auferstehung. Es ist von oben geführt und wird eingegriffen. Die Masken werden fallen und ihr kommt in eure absolute Klarheit. Ja? Und noch einmal. Absolutes Glück wird euch erreichen, wird dich erreichen, ja? Ein wunderschönes Orakel, eine wunderschöne Botschaft für dich. Wie gesagt, es ist eine allgemeine Legung für das Kollektiv, aber für die eine oder andere sollte dies gelegt werden und somit soll es dich auch erreichen. Ich bedanke mich ganz herzlich, euch das nahelegen zu dürfen, dir das nahelegen zu dürfen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal.